Ja, dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen, weiter auszubauen Ja, ich tu mal bitte mit alles hier rein, oder? Elektrio. Okay, warte mal. Das ist meins. Kann ich das so irgendwie alles direkt oder muss ich das so einzeln rüber? Du kannst, wenn du Steuerung dabei gedrückt hältst, Ah, kannst du alle alles Items klar, davon. okay. Genau. Das ist jetzt alles, was ich habe. Ja. Dann können wir jetzt mal Warum runtergehen und hast du ein diese. Kupfererz? Ja, keine Ahnung. Habe ich vielleicht mal abgebaut oder so. Ja, warte mal, lass mich mal das regeln hier. Okay, jetzt, was los? Ja, dann würde ich mal vorschlagen, fangen wir mit dem. Schon mit Elektrizität an. Okay, warum hat die Holzkiste nichts drin? Hast du da gerade Ich rausgenommen? hab die, ich hab gerade Du rausgenommen. Schlawiner! Ja. So, hier unten beim See haben wir ganz, ganz viel Wasser. Oh, Fische. So. Kann ich da reinfallen? Nö. Ich kann dich Okay. da leider nicht runterstoßen. Okay. Dann fangen wir jetzt an. Wie kriegen wir Strom mit Wasser? Ja, mit einer Dampfmaschine und einem Heizkessel. Das heißt, du kannst mal anfangen, einen Heizkessel mit Dampf und eine Dampfmaschine zu machen. Heizkessel. Eine Dampfmaschine kann ich machen. Braucht Ah, 10 Heizkessel Eisenblöcke. braucht Stein. Moment, ich krieg mal Stein rein. Ja. Ich mach mal eine Dampfmaschine. Ja. So, ich leg dir da ein paar Steinchen hin. Das geht mit Z. Wie, nee. Kann ich die einfach so aufnehmen? Und aufnehmen tust mit F. F und durchlaufen. Ja, F gedrückt halt. So. Ah. Ja, jetzt Gut. müsstest du auch einen Heizkessel machen können. Und wir brauchen noch so eine Offshore-Pumpe. Moment, muss ich suchen. Die ist unter dem Heizkessel, unter dem unter Dampfmaschine in dem Dreierfeld Ah. hin. Okay, habe ich. So, dann kannst du mal die Offshore-Pumpe in die Hand nehmen und hier irgendwo beim See aufplatzieren. Da findest du eine Spots, wo du das hinplatzieren Aha, kannst. hier. Genau. So, jetzt müssen wir das Wasser bis in den Heizkessel kriegen. Dafür brauchen wir ein paar Rohre. Rohre. Die findest du unter Logistik. Das Ich mach erste. mal 5. Ja. Okay. Eigentlich So. alles. So. Ja, das Noch reicht ein? schon. Dann Ne. nimmst du jetzt den Heizkessel in die Hand. Ja. Und da müsstest du jetzt drei verschiedene Pfeile sehen. Ja. Oben unten, wo ein Pfeil rein und raus geht. Das ist dort, wo das Wasser durch muss. Und ein großer Pfeil, der rausschaut auf der Seite, das ist dort, wo der Dampf rauskommt. Und mit R kannst du das drehen und dann wirst du Also einen Druck so. machen. Genau. So. Da kann ich ja schon mit Kohle rein. Wir haben keine Kohle. Ich habe ein bisschen Kohle dabei. Ja. So. Boah, die Jetzt braucht aber geht's. viel. Ja, die braucht viel. Alter. So, jetzt nimmst du Dampfmaschine. die Raummaschine. Die hat auch eine Richtung. Und Ja. die stellst du einfach hier Ja, davor der bei dem braucht auch ein Rohr, Pfeil. oder? Nö. Nee. Nee, kannst direkt dran ploppen. Ach, das geht nicht, weil ich da im Weg stehe. Ups. Ja, dann erst ein Weg. So. Genau. So. Die meckert jetzt, ja, die kann Strom produzieren, aber die kann momentan keinen Strom abführen. Dann kannst du einfach in Logistik so Strommaschen machen. Zwei kleine Strommaschen, dafür brauchen wir Holz. Dann baue ich hier noch 2 Euro. Gut vorbereitet. Wächst Holz nach? Nö. Oh, was ist, wenn du kein Holz mehr hast auf der Map? Die Welt ist unendlich groß. Ah. Also, wenn wir kein Holz mehr haben, ich habe in meiner Map jetzt erst einen Wie viel kompletten Masten Wald brauchen wir? abgebaut. 32? Ja, mach mal so viel, wie du kannst. Okay. Hat auch nichts gebraucht. So. Okay, wie platziere ich die? Ja, wenn du jetzt so eine Strommaschine in der Hand hast, ja, siehst halt den Strommasten und Feld. so einen Bereich, ja.
In dem Bereich, die Maschinen, die sich in diesem Bereich befinden, die kriegen Strom von den Strommassen. Mhm. Und dann machst du jetzt einfach, dass so ein blaues Feld mindestens hier die unter der Dampfmaschine ist und dann kriegst. So. Ja, genau, so. Und jetzt ziehst du einfach eine Linie bis hoch. Die Reichweite ist limitiert. Du siehst, so, wenn dann. So lang, bis noch das Kabel da ist, oder? Ja. Und dann ziehst du jetzt bis hoch. Oh Scheiße, was ist, wenn ich falsch platziert habe? Du kannst wieder abbauen. Deine Arme sind ja auch nicht unendlich lang. Jetzt haben wir es hier oben. Ja, jetzt haben wir Strom hier oben, dann können wir ja schon hier oben anfangen zu elektrifizieren. Neuere Maschinen, bessere Maschinen, schnellere Maschinen zu bauen. Denn darum geht's ja. Ja, ja, klar. So, dann kannst du in der Produktion, dort wo die Offshore und der Kessel schon war, kannst du jetzt so ein elektrischer Erdförderer machen. Ja. Jo. Davon wie viel? 2, 3, mach mal 6. So, ich habe jetzt 6 elektrische Förderer. Ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir direkt hier bei der Kohle an. Mhm. Platzieren wir eine. Ich hätte gesagt, hier. Ja, können wir machen. Und nur dann, einen, oder? Ja, nee, platzieren noch eine zweite dahin. Okay. Runter, so. Und jetzt die Leitungen. Jetzt ziehst Leitungen rüber, ja. Und den Maschen hier einfach rüber. So. So. Jetzt fangen sie schon damit arbeiten. Jetzt brauchen wir Fließbänder. Okay. Auf und weise Fließbänder. Ich mache auch noch so viel wie ich kann. Also so viele Fließbänder bauen, wie nur geht. Ja, den Anfang. Ich habe jetzt 90. Ja, damit kommen wir schon ein Stückchen weit. Okay. Okay, jetzt erzähl, wie. Kurz unten schauen gehst, ich habe schon ein paar Fließbänder vorgelegt. Okay. Kannst dir vielleicht schon denken, wie das weitergeht? Ja, wohin? Erstmal runter zur Dampfmaschine. Bis runter zur Dampfmaschine? Jo. Okay. Damit die auch sicher immer mit Kohle versorgt ist. Oh nein, oh fuck. Da müsste es ankommen übrigens. Kannst auch abbauen, wie die anderen Dinge auch. Und wenn du eine Kurve machen willst, dann kannst du auch mit R einfach drehen. So. Aha. Ja. Ups. So. So, wie kriegen wir das jetzt? Die Kohle hier vor, jetzt brauchen wir einen Greifer. Genau, einen Greifer. Einen befeuerten? Ja. Oder einen Greifarm? Nee, einen befeuerten. Okay, einen. Ja, einen reicht. 5. Wie war das? Es war von Strich, Förderband bis Pfeil, da wo es hingehen soll, gell? Pfeil ist da, wo es hingeht, genau. Also so. So, genau. Der, warum ich jetzt hier, warum wir jetzt hier Befeuerte machen, ist ganz einfach, der funktioniert auch ohne Strom. Das heißt, wenn da mal Stromausfall sein sollte oder so, Ach, der Greifarm funktioniert mit Kohle. Genau. Warum und macht der jetzt nichts mehr? Und, ja, weil die Dampfmaschine genug Kohle hat. Der füllt immer bis 5 auf. 5 Kohlestücke. Das heißt, wir könnten noch mehr machen. Wir könnten noch mehr machen. Und wieso bringt die nur so wenig Leistung? Weil die nicht mehr brauchen, weil wir nicht mehr Strom brauchen momentan. Ah, okay. Die ist jetzt runtergedrosselt oder so viel. Wenn wir mehr Strom brauchen, dann geht die Leistung auch hoch.